Jawohl, willkommen zurück auf dem Mars. Wir befinden uns in der Kommandozentrale zu diesem Experimentalteleporter, dem aber leider der Saft ausgegangen ist. Und wir brauchen eine Alternativroute. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, die führt durch diese Tür. Da liegt schon der Mann mit dem Schraubenschlüssel. Und wo geht's weiter? Au! Die erste Überraschung ist... Ja, da. Oh, Scheiße, der hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich war noch irgendwie im Schlummermodus. Es geht immer gleich so heftig zur Sache hier. Oh. Ich hör was. Ui! Nein, der jagt das Fass hoch. Am Ende. Schau mal. Schau, das hat er aber nicht überlebt. Doch, er hat es überlebt. Ah, nein, hat er nicht. Doch, er hat es. Er hat es überlebt, obwohl das Fass hochgegangen ist und er ist direkt daneben gestanden. Wozu sind dann die Fässer gut? Das ist nicht gut. Ich muss besser zielen. Steht fest. Und da ist auch noch einer. Ich muss zugeben, ich bin etwas nachlässig, weil ich weiß, dass da unten Gesundheit ist. Aber es rechtfertigt nicht meine Nachlässigkeit in diesem Ausmaß. Weil wir haben nämlich nur mehr 25. Da muss ich schon zurückgehen. Und 50 sind noch vorhanden. In dem Kasten. Schauen wir mal. Ja, 50. Und nicht nur das, es hat mich ja auch Rüstung gekostet. Die Rüstung ist fast mehr wert wie die Gesundheit, denn Rüstungen sind rar in diesem Add-on. Bisher habe ich, glaube ich, erst ein oder zwei Rüstungen gefunden. Und ein paar Shards. Oh! Noch einer. Ich dachte, wir hätten es hinter uns. Think again! Da speichere ich gleich mal. Okay, ich kann da oder darüber. Was ist hier? Gar nichts. Okay, doch, da ist was. Da sollte ich vielleicht Munition sparen, ne? Wie spart man am besten Munition? Indem man die Pistole nutzt? Ja, kann auch in die Hose gehen. Oh. In diesen engen Gängen kann man den Plasmabällen nicht ausweichen. Und die Plasmabälle haben enormen Flächenschaden. Was sie gefährlicher macht als die anderen Monster. Logischerweise. Aber hier ist eine fette Gesundheitspackung. Und eine Ausrüstung im Schließfach Nummer 42. Habe ich das schon gefunden, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Oh! Hoho! Das war mir eine Schrecksekunde als wirklich gefährlich. Wenn ich nur wüsste, wo es weitergeht. Man kann ja da auch runter. Also was? Habe ich ein... Moment, habe ich ein Log? Für 42? Glaube nicht. 134. Glaube ich, ist es nicht. Ich glaube nicht, dass das das ist. Nee, wusste ich doch. Ich wusste es. Ich gehe jetzt da runter. Ist mir wurscht. Kommt mir alles ein bisschen eigenartig vor. Ah, okay, da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Das ist alles.
Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Eine Gesundheit. Sperrgebiet. Das ist alles gewesen. Da muss ich dann sowieso wieder zurück. Ich hatte gehofft, dass hier ein PDA liegt, aber der PDA wird wahrscheinlich gleich die Schlüsselkarte sein und da wird auch der Code drin sein. Das hat alles seine Richtigkeit. Wir speichern hier nochmal. Und hier müssen wir durch den Schacht. Und ich hätte fast meine Kanone angewärmt. Vorzeitig. Da liegen gleich zwei Schlüssel und PDA. Die Aufregung war wieder mal umsonst. Der gute Bernard Fresco hat sogar ein Audiolog. Schau dir einen an. Audiolog des Labortechnikers Bernard Fresco, 12. Januar 2174. Wie von der Sicherheitsabteilung gewünscht, habe ich den Code für Schrank 042 in 714 geändert. Ich weiß nicht, warum es so wichtig ist, diese verdammten Codes jedes Mal zu ändern, wenn neues Personal eintrifft. Ist nicht so, dass... Drei verschiedene Codes, 714. Das ist witzig. Man muss die Aufnahme hören. Das nächste Team mehr Glück als das letzte. Kein Wunder, dass es immer weniger Freiwillige gibt. Schätze, die Zulage reicht manchen Leuten nicht mehr. Zugegebenermaßen frage ich mich schon, wie der Sprung vor... Ah, oh, da kriegt man ja einen epileptischen bei dem Geblinke. Das ist richtig. Selbst mit den nötigen Qualifikationen hätte ich wohl nicht den Mumm dazu. Bernard Fresco, Ende. Ich habe ein wenig gewartet, damit mir nicht wieder eine Ladung Gegner in die Quere kommt und ich nichts verstehe. Im Audiolog. Wo ich doch diese Audiolog so liebe. Irgendwie gefällt mir das Hintergrundgeräusch nicht. Schleim. Hörst du das? Das ist dieselbe Musik oder dasselbe Hintergrundgeräusch, das sie bei Amnesia verwendet haben, Teil 1. Wenn man zu diesem, ebenfalls zu diesem Schleim kommt. Das ist, glaube ich, so ein Public Domain Geräusch oder Sound. Nein! Was ist denn da los? Ein Vetter! Warten wir, bis er reinkommt. Sollte eigentlich kein Problem sein, außer es spawnt gleich noch einer. Ich glaube, irgendwo spawnt noch einer. Da? Nein. Irgendwas ist doch gespawnt. Moment, ich habe auch noch Raketen. Und zwar 21 Stück. Sollte ja reichen. Oh! Ist er tot? Nein! Oder ist das ein anderer? Das war ein anderer. Die kommen immer im Doppelpack. Wo ist denn plötzlich der Schleim hergekommen? Oder bin ich jetzt woanders? Der war doch vorher nicht da, oder? Was nehmen wir denn für ihn? Eine Granata. War nicht gut, war nicht gut. Alles frei, soll das heißen. Wo bin ich hier? Das ist aber, ist das die andere Seite? Nee, das ist ja ganz woanders. Kannst du dich noch erinnern? Ich war doch vorhin bei einer Tür, die nicht aufging. Das war diese Tür hier? Berggebiet. Jetzt gehen wir hier zurück und holen uns die Gesundheit. Ich bin noch am überlegen, was da vorher, wo wir da vorher waren. Ich könnte jetzt natürlich zurück, aber ich glaube nicht, das ist dasselbe Bereich gewesen.
Vielleicht ein wenig übervorsichtig. Hier extra zurückzugehen. Wegen der Gesundheit, aber ich bin es halt so gewohnt. Skytram Bahnhof, ha? Ich will doch zum Phobos-Labor, oder? Will ich das nicht? Kommt mir alles sehr verdächtig vor. Es geht nicht auf. Gut ausgewichen, ist halb gewonnen. Wieso müssen wir jetzt die Tram nehmen? Der Teleporter. Ich dachte, wir müssen Energiezellen für den Teleporter besorgen, oder? Brauchen wir den Teleporter dann gar nicht mehr? Das wird es wahrscheinlich sein. Wir brauchen den Teleporter gar nicht mehr. Ich dachte nur, weil sie vorher so ein Tamtam gemacht haben um den Experimental-Teleporter. Da ist... Oh, ich wollte schon sagen, da ist gar nichts. Von wegen. Meine erste Plasma-Wumme im Add-on ist das hier. Die wäre mir fast durch die Lappen gegangen. Aber die Munition ist noch ziemlich spärlich. Die heben wir uns auf. Vorerst. Gut, wir steigen ein. Nehmen die Skytram. Fragt sich nur wohin. Da ist die Teleportation. Ah. Geil, geil. Schau mal. Das gefällt mir. Das sieht super aus. Es ist ihnen gut gelungen, diese Außenareale des Mars. Erinnert mich an Total Recall. Luft wird abgesaugt. Wow, ist das ein Riesengebiet. Was? Wow! Was macht denn der? Die mögen sich nicht. Au! Ah, da ist er schon wieder weg. Wenn er schon teleportieren kann, warum teleportiert er eigentlich nicht hier in meine Kabine? Hätte ich keine Chance. Noch eine Schleuse. Wieder wird die Luft abgesaugt. Wahnsinn. Und jetzt steigen wir um zur Linie B. Skytram Ziel erfüllt. Weiß zwar nicht, welches Ziel ich erfüllt habe, aber ich bin froh, dass ich es erfüllt habe. Und da ist auch was unten vielleicht, ha? Geh runter. Ist ja auch was. Gebt mir was zum Spielen. Plasmagewehr oder sowas. Oh, diesmal nicht. Spielverderber. Ja, ich glaube, das ist der Levelübergang. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich habe irgendwas vergessen. Kann das sein? Oder müssen wir hier nochmal zurück? Phobos Labor 2. Waren wir überhaupt im Phobos Labor 1? Haben wir das übersprungen? Hey, ich treffe Elizabeth McNeil. Leibhaftig. Nicht über Video, Skype. Botschaft. Ah, nicht sehr heimelig hier im Phobos Labor 2. Ich sehne mich schon nach Elizabeth. Dann werden wir uns das Ganze etwas heimlicher gestalten. Skytram Bahnhof, Sicherheitskern. Forschungsanlage.
muss ich hin? Wo ist sie? Wahrscheinlich in der Forschungsanlage, nicht im Sicherheitskern. Der Sicherheitskern wird ausgespuckt. Forschung. Ich wollte schon sagen, überraschend. Wow, wo kommt denn das her? Von da oben. Wow, das fällt mir jetzt in den Rücken, oder was? Habe ich gar nicht gesehen, dass da oben ein Gang ist, ein Weg. Galerie? Das ist die Galerie. Ah, die Galerie. Das sind die Artefakte. Mein Pof hat sich verändert. Ein Point of View. Soll ich mit dem machen? Anstarren. Fotografieren für meine Frau zu Hause. Ein Erinnerungsfoto. Sonst glaubt sie mir das nie. Sonst sehe ich nichts, was man hier machen kann. Oder abschießen? Nee. Nee, das hätte mich auch gewundert. So, wo waren wir jetzt? Hier, glaube ich. Ist auch der Schleim zugange. Auch der Schleim ist sehr gut gelungen hier. In Doom 3. So richtig schön schleimig. Ich glaube, da war oben was. Ja, da ging die Tür auf und zu. Da darf nur James Owen und Elizabeth McNeil rein. Clive Owen auch. Vielleicht ist sie verheiratet mit ihm. Habe ich keine Chance mehr. Gegen Clive Owen kann ich nicht antreten. Bin doch nur ein einfacher Marine. Ah. Das kommt mir bekannt vor aus dem Hauptspiel. Dieses Gebiet, kann das sein? Sperrt. Rüstung, sehr gut. Rüstung. Dringend. Munition. Kann ich alles gebrauchen? Hier geht sicher gleich die Hölle los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich höre es schon. Ich speichere mal sicherheitshalber. Und da haben wir James Owens. Okay, das ging ja schnell. Nein, nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Kommt ja her. Ja. Weiß man mal. Hallo. Die sind stark. Oh, ich habe ja die falsche. Ich habe die normale Schrot. Ist mir fast lieber. Wenn man doch schneller schießen kann. Das ist wie im wirklichen Leben. Schneller und öfter. Raketen. Mal sehen, ob die Elizabeth auch so eine Rakete ist. War's das? Ja. Wir haben das PDA von Clive Owen. Von irgendeinem anderen Owen. Boy! Wow! Und das? Was ist denn das für ein Vieh? Hast du das gesehen? Der kann hier nicht durch. Schau. Da hole ich mir noch Gesundheit. Bevor ich da rausgehe. Nein, der kann doch rein. Macht aber nichts. Oh, wow, wow. Schnell, wirf, wirf. Er hat's ihn zerrissen. Arme Sau. War gar nicht so schwer. War aber sehr furchteinflößend. Erregend, wie auch immer. Und wie komme ich da rein? Da würde ich gerne rein. Ich sag's ganz offen.
Aha. Goodies. Goodies für Onkel Clarence. So, da dürfen wir jetzt rein. Da nicht. Forschung. Da weiß ich noch nicht, wie man reinkommt. Da ist eine Tür, aber... Die ist da hinten. Habe ich die übersehen? Habe ich die Tür übersehen? Die müsste doch da durchgehen. Schau mal. Da, ist das eine Tür? Nee, das ist keine Tür. Komisch. Hätte schwören können. Ich hätte schwören können. Sicherheitskern da lang. Ja, aber da ist so, das ist die Tür, glaube ich. Bin ich jetzt überfragt? Aber ist egal, wir haben einen anderen Weg, den wir nehmen können. Den nicht. Und der andere Weg führt hier rein, oder? Nein, wieder auch nicht. Da rein, zum Forschungssektor B. Und da gehen wir rein, aber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.